neuen Folge von Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind hier in Havanna, haben dann das letzte Mal aufgehört und wir schauen jetzt mal auf die Karte, was es hier denn alles zu tun gibt. Ich würde nämlich ganz gerne ein paar von diesen Aussichtstürmen erklimmen und vielleicht die ein oder andere Nebenmission gleich mal machen. Ich würde sagen, wir versuchen uns an diesem Aussichtsturm hier oben und gehen dann gleich mal zu diesem Assassinenauftrag und schauen uns mal an, was das Ganze ist und was das Ganze soll und sowieso und überhaupt. Hoppla. Da drüben. Das dürfte kein Problem für uns da. Oh, ja, okay. Das schief. Egal. Das dürfte kein Problem für uns darstellen. Oh, hier haben wir die Taverne. Was gibt's da Schönes? Na. Ja, in den Tavernen kann man Crewmitglieder anheuern, aber wir sind ja noch kein Captain. Wir haben noch kein eigenes Schiff. Deshalb. Ist das noch keine Option? Aber nicht mehr lange. Liebe Freunde, und dann können wir abgehen. Wow, das war dumm. Jungs, was geht ab? Ach, die kommen hoch, okay. Na gut. Dann machen wir eben ein bisschen Randale. Okay, warum nicht? Oh, was haben wir da? Piraten retten. Aber wir haben ja noch gar keine versteckten Klingen, fällt mir gerade ein. Da war ja was. Oh, das sind aber doch ganz schön viele. Mal gucken, ob wir die alle down kriegen. Ja, der eine Pirat hat es nicht überlebt. Aber der dafür. Naja. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Okay. Gut. Machen wir weiter. Ui, Alto! Na, da ist sie! Was zum? Okay. Die schreien so doof. Ganz nach oben. Hm.
wunderschönen Havanna. Havanna Club. Am besten erstmal rum saufen gehen. Naja. So, wir. Ah, was gibt's hier alles Tolles? Aufträge. Noch eine Schatzkarte könnten wir uns holen. Wir wollen diesen. Was ist mit dem da oben? Wir wollen diesen Assassinenauftrag hier machen. Drum markiere ich den jetzt. Und dann werden wir mal sehen, was der für uns bereithält. Oh, das tut mir aber leid, da bin ich ausgerutscht. La la la. So, was gibt's denn hier Schönes? Mitten im Marktbezirk von Havanna wurde ein Heerlager aufgeschlagen. Euer Ziel ist der Hauptmann dieser Reservisten, der gleichzeitig ein Templer ist. Wir nehmen den Auftrag an. Und wenn wir uns nicht in Kämpfe verwickeln lassen, bekommen wir sogar noch 500 Real obendrauf. Den holen wir uns. Wollen wir doch mal schauen, ob wir es mit den optionalen Zielen hinbekommen. Ich denke, wir sollten zuerst mal die Wachen auf dem Dach ausschalten. So, Chefchen. Wo bist du? Da ist er. Kommt er bei uns vorbei? Ich weiß es nicht. Warten wir einfach mal, ob er hier vorbeikommt. Ansonsten hatte ich auch schon eine andere Idee. Ja, wir haben es hingekriegt. Jetzt müssen wir nur noch ganz leise entwischen. Und zwar über diese Leiter hier.
dieser Mann? Er ist Pirat! Er ist der Pirat! Ein Pirat! Rennt um euer Leben! Bitte verschont mich, Master Edward! Bitte nicht! So. Okay. Wir gehen hier hin, um mit den Hauptmissionen weiterzuspielen. Die Mission scheint und mein Zucker zu heißen. Ich nehme an, es geht um Steve Bonnet. Wir werden sehen. Machen wir uns auf den Weg. Werden wir dem Ding hinterherjagen? Nein. Werden wir nicht. Das machen wir wann anders. Na komm, nach oben. Jetzt. Was haben wir hier? Wie kommen wir da hoch? Nein, alle muss wackeln. Wunderschön. Okay. Da vorne geht's weiter. Und weiter geht's. Verzeih den plötzlichen Abgang. Ein kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ah, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spanier nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es, doch mein Spanisch ist muy maldad. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Was, in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Ja, das werden wir sehen. Adlerauge. Mit dem Adlerauge können Sie interessante Dinge finden. Wenn Sie es benutzen, werden Tiere und Gegner in Rot sowie Zielpersonen und Missionsziele in Gold dargestellt. Drücken Sie V, um das Adlerauge zu aktivieren. Beachten Sie, dass Sie das Adlerauge nicht benutzen können, wenn Sie rennen. Wenn Sie das Adlerauge benutzen, können Sie bis zu 10 Gegner oder Tiere markieren, indem Sie sie einfach ansehen. Wenn sie markiert sind, können Sie diese Gegner sogar durch Wände hindurch sehen, selbst ohne Adlerauge. So, wir wollen natürlich nicht entdeckt werden. Und deshalb werden wir... Bonnet! Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Still! Mit diesen Damen hier. Sei leise. Oh, vielleicht ein wenig teilen wir uns auf. Schutz suchen. Das war deine beste Idee heute. Buenos dias, señores. Ihr seid spät. Ja, señor. Das tut uns sehr leid. In der Kette liegt uns auf. Das wäre Captain Mendoza? Ja, Senor. Er freut sich sehr, euch zu treffen. Er muss nur vorher noch zu einer Hinrichtung, Senor. Ich liebe Hinrichtungen. Ja, Senor. Sehr amüsant. Wenn die Glocke klingt, können wir los, wenn es euch beliebt. Anhalten! Sehr gerne. Und vor allem, wenn Captain Mendoza die Falltür öffnet.
Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich ihm verkaufte. Natürlich, Senor. Captain Mendoza wird euch gerne bezahlen. Wir haben Fracht geladen, Zucker und dergleichen. Exzellent. Okay. Ich glaube, wir sind schon ganz weit gekommen. Alto ahí! Okay. Wo? Schnell weiter. Da drüben. Wo rennen die wohl hin? Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Ich will nicht den ganzen Tag vorsichtig. Auf den Captain. Das geht ganz schnell, Senor. Captain Mendoza muss den Mann nur hängen. Und dann wird er euch euer Geld bringen. Ich will keine Real. Denkt daran. Ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak und Zucker. Si, si. Wir haben guten Zucker. Christen, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Ey, jetzt aber. So fett ist er gar nicht. Zucker von Barbados. Sehr fein. Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streit vom Zaun brach. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Ja, total super. Soll ich ihn dann zum Castillo begleiten? Nein, Senor. Captain Mendoza wird ihn euch schicken, glaube ich. Ihr werdet sehen. Ist dieser Riesäuer Captain Mendoza? Nein, Senor. Das ist El Tiburón, einer von Gouverneur Torres' Männern. Das ist also Captain Mendoza. Beschäftigt sie. Ganz leise und vorsichtig.
Okay. Wir müssen da reinkommen, ohne uns entdecken zu lassen. Wir verhalten uns ganz unauffällig und laufen einfach mal hier entlang. Schauen wir gerade mal auf der Karte. Da müssen wir hin. Das schaffen wir. Okay. Wir nehmen einen etwas anderen Weg. Wir wurden entdeckt. Was hast du dabei?